Das mache ich gerne und das mache ich eigentlich jeden Tag. Das ist ein Bergkristallstab und den nehme ich zur Reinigung von meinem dritten Auge. Ich lege ihn jetzt mal hier weg, weil wir wollen ja eigentlich über den November sprechen. Der November, der mit seiner ja, Finsternis immer noch uns umgibt und vielleicht sogar verstärkt. Wir werden gucken, was die vedische Astrologie dazu sagt. Und wir werden am Ende vom Video eine ganz wunderschöne, tiefgehende Meditation machen, um in unsere Mitte zu kommen und unsere Selbstliebe zu stärken. Wir werden auch zwei Charts anschauen. Ja, und schön, dass du da bist. Es wird sehr spannend. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben. Falls du dich dafür interessierst, für das kosmische Wissen der Plejaden unter dem Video findest du einen Link. Ja, und jetzt gehen wir mal in die Energie des Novembers hinein. Wir haben ja beginnend vom 25. Oktober mit der Sonnenfinsternis so einen dunklen Korridor, den wir einfach durchgehen müssen bis zum 8.11., wo dann die Mondfinsternis ist und das Ganze letztendlich in den 11.11. hinein mündet, wo wir dort wieder in diese Helligkeit von der 11 kommen, von der Meisterzahl sozusagen. Es ist insgesamt ein schwieriger Monat, weil die Energien sehr heftig sind. Konflikte und Leidenschaft stoßen aufeinander und die Energien von dem Planeten sind also dabei, uns einmal in eine Aufbruchsstimmung hineinzubringen. Sie sind auch dabei, uns nochmal schauen zu lassen, was ist mit mir los, wo stehe ich, was ist hier für mich okay, was nicht. Es kann zu Überraschungen kommen, zu unbequemen Veränderungen und wir können aber auch nicht geplante Verluste erleiden oder auch ja, Fortschritte machen. Also ihr seht, es ist so von allem irgendwie was dabei und man muss einfach versuchen, das ist immer mein Rat, in seiner Mitte zu bleiben, denn dann kommt man leichter durch jede Energie, durch alles hindurch, egal wie schwer es jetzt ist. Und das, was für uns wichtig ist, ist einfach zu wissen, es geht vorüber. Es ist eine momentane Zeit, sie geht vorüber und wir haben keine Wahl. Wir gehen da jetzt einfach hindurch und mit aufgerichteten Schultern, ja, mit Kraft im Herzen, zentriert in der Mitte, können wir auch sehr gut durch diese Zeit hindurchgehen. Also versucht nicht, irgendwie euch von negativen Energien beeinflussen zu lassen oder eben auch, ja, drücken zu lassen, das hat keinen Sinn, denn das Leben geht ja weiter und je aktiver wir dabei sind und positiver, umso schöner wird es für uns. Ja, tatsächlich, es ist immer möglich, dass das Leben für uns schön wird. Und ihr werdet auch, ihr lieben Kanalmitglieder, in dem Webinar für Member, also im Member-Bereich, die Ausbildung zum Quanten Supervisor bekommen und dort lernt ihr eine ganz bestimmte Technik, wie man in seinem Leben immer die beste Entscheidung treffen kann und sich aus diesem ganzen negativen Sog rausziehen kann. Und übrigens, falls ihr das noch nicht wisst, unsere Kanalmitglieder, ihr habt Zugriff auf ungefähr 18 bis 24 kostenlose Webinare im Member-Bereich. Das könnt ihr euch alles anschauen, wenn ihr Kanalmitglied seid. Das jetzt nur so nebenbei, by the way sozusagen. Wir schauen uns auch gleich mal einen Chart an. Ich habe da was vorbereitet, dass ihr so einen Eindruck bekommt, was hier vor sich geht. Jetzt schalte ich den mal ein, ihr Lieben. Ihr seht also jetzt hier mal den Chart vom 8. November und ihr seht, dass viele Planeten in der Waage stehen und in der Konjunktion zu Keto und in der Opposition zu Rahu und Uranus. Das heißt, diese Konstellationen, es bedeuten, dass es wahrscheinlich nicht geplante Verluste geben kann oder auch nicht geplante Fortschritte geben kann. Es ist alles möglich. Man sollte dafür seine eigene Stabilität prüfen
und auf alles gefasst sein sozusagen. Ja, es ist der Mars in der Rückläufigkeit, das sieht man hier oben. Warte mal, ich nehme, muss die andere Hand nehmen. Das sieht man hier oben in der Ecke. Das heißt, Mars steht hier im Zwilling im dritten Haus und das bedeutet Kommunikation. Das heißt also, es gibt Kämpfe in den Gesprächen, es gibt Widersprüche in den Gesprächen, es ist, könnte heiße Diskussionen geben und es kommt jetzt darauf an, ob du das für dich in deiner eigenen Beziehung siehst oder vielleicht sogar werden wir es in der Politik sehen, was da für Gespräche sind, wie die sind. Also sie sind eher kämpferisch und voller Leidenschaft, ja, sozusagen. Dann haben wir den Jupiter in der Rückläufigkeit im Fisch. Der Fisch versucht ja auch immer so eine, die Fische-Energie, Anpassung zu bringen, ja, und in den Flow zu kommen, eine neue Ordnung zu bringen, zu reflektieren. Das ist alles jetzt auch noch, kommt noch da dazu. Also zu den Gesprächen, die man führt, ist also zusätzlich noch der Versuch auch dabei, dass man sich anpasst, dass man einen neuen Weg findet, was ich jetzt sogar als positiv werten würde. Und von daher können wir uns auf einige heftige Diskussionen einfach schon mal vorbereiten. Wenn man jetzt guckt, der Saturn steht im Aspekt zu den Planeten in der Waage. Das bedeutet auch, dass wir sehr viel Druck ausgesetzt sind, also zusätzlich noch Druck zu diesen heißen Diskussionen. Die Waage selbst steht ja für Gleichgewicht und Gerechtigkeit, für Harmonie und Wohlfühlen. Die Waage versucht also immer, eine Energie hier reinzubringen, dass alles in Harmonie ist. Und das ist schwierig, weil eben der Mars mit seiner Diskussionskraft ja sehr dagegen ankämpft mit seiner Energie. Also es geht heftig zu, könnte man sagen. Die Waage versucht, Harmonie und Schönheit zu bringen. Sie steht auch für das gesellschaftliche Leben und für den sozialen Wandel. Das heißt also, betrifft dann auch unsere wirtschaftlichen Ressourcen sozusagen. Und man muss sehen, was da letztendlich jetzt in der Politik gesagt wird, wie die Menschen sich da einigen und was sie für neue Energien bringen. Es ist die Gefahr, dass man unentschlossen ist und das kennen wir ja von Deutschland sowieso, dass da viele Menschen unentschlossen sind und dadurch immer hin und her schwanken, das ist die Waage auch, und man dann eher oberflächlich ist und nicht und vielleicht alte Dinge weitermacht, die jetzt gar nicht so gut sind. Es ist abzuwarten, was passiert. Aber unsere Chance in dem Ganzen ist es, dass wir lernen sollten, unsere eigenen Standpunkte zu finden und dann auch zu vertreten. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Ich schalte jetzt mal um zu dem nächsten Chart. Jetzt seht ihr den Chart vom 11.11. und dort sehen wir, dass im weiteren Fortgang dann auch der Mars mit dem 13.11. in das Zeichen des Stiers eintritt und die Leidenschaften nehmen zu im November. Sie nehmen also intensiv zu und es gibt Gutes und Schlechtes. Also es ist jetzt nicht immer so, dass es nur negativ ist. Das sollten wir unbedingt auch sehen. Es gibt Gutes und Schlechtes und diese große Leidenschaft bringt uns auch dazu, vielleicht eine ganz besondere Diplomatie zu entwickeln, die uns dann dazu bringt, Konflikte zu lösen. Das wäre so ein ganz großer Wunsch von mir. Wir gehen dann in dieser Energie weiter hinein bis zum Dezember. Ich mache jetzt mal alles weg, dass ihr mich wieder seht. Also ihr seht, es ist sehr extrem geladen von Energien dieser November und wir treten dann auch in den
Dezember mit diesen ganzen Energien hinein. Und da schauen wir aber dann in einem anderen Video nochmal drauf, was das für uns zu bedeuten hat. Und jetzt möchte ich mit euch eine ganz tiefgehende Meditation machen, sodass wir in unsere Herzensliebe hineinkommen und auch gewappnet sind gegen diese Energien, die auf die Erde strahlen. Wenn man das andere, das westliche Horoskop anschaut, ist es natürlich, hat es alles eine andere Anordnung, aber dennoch ist tendenziell ja diese intensive Energie der Konflikte, der Neuordnung und des Hin und Hers überall zu erkennen. Und deswegen, dass wir nicht auch noch in diesem Hin und Her sind, ist es wichtig, dass wir in unserer Mitte sind und in unserer Selbstliebe. Wobei, wenn ich euch das sagen darf, die Selbstliebe ist so der Schlüssel zu allem unseren Wirken. Und das lege ich euch so sehr ans Herz. Denkt daran, tut schöne Dinge für euch, macht einfach Dinge, die euch Spaß machen und gut tun, denn umso mehr zeigt ihr eurer Seele, dass ihr sie liebt und dass ihr euch liebt. Und jetzt werden wir also diese Meditation machen. Ich habe hier das Auraspray vom Quantenlicht. Das nehme ich so sehr gerne, weil das bringt auch noch mal diese gute Energie oder diese hohe Energie der Liebe mit hier rein. Und dann können wir in dieses Quantenfeld der Liebe auch noch mit einem ganz anderen Gefühl hineingehen. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt und ich beginne gleich. Geliebte Menschen der Erde, voller Freude darf ich euch begrüßen und einladen zu dieser Meditation. Gerade in der Jetztzeit ist es wichtig, dass du bei dir bist, dass du in deiner Kraft bist und so deinen Weg des Lebens stark und sicher weitergehen kannst. Sei versichert, dass die Engel dich begleiten. Sei versichert, dass deine Seele dir Impulse sendet und dir zeigt, wo es hingeht, wo der nächste Schritt für dich wichtig ist. Und damit du all dies besser spürst und wahrnimmst, lade ich dich ein zu dieser Meditation. Und mit einem tiefen Atemzug führe ich dich an das Ufer des Meeres, vielleicht an einen Urlaubsort, wo du das letzte Mal warst, wo es sehr schön ist. Und wo du jetzt am Strand stehst, die Füße im Sand, spielend mit den Zehen, den Blick gerichtet auf das Meer, zu den Wellen, zum Horizont, dort, wo der Himmel das Meer küsst. Und so tauche ein mit deinem Blick genau in dieses Bild, wo der Himmel das Meer küsst, und spüre die Liebe, die hier ist, die Liebe, die überall zu fühlen ist. Und vielleicht spürst du jetzt auch, wie ein Strahl aus deinem Herzen direkt zum Horizont geht und sich mit dieser Liebe vermischt. Und vielleicht spürst du jetzt auch, wie dich Mutter Erde küsst, voller Liebe und Hingabe, und zu dir sagt: Liebes Menschenkind,
Ich liebe dich. Du bist einzigartig und ich bin froh, dass du da bist. Ich erkenne dein Licht und ich erkenne deine Güte. Und so darf ich dir ebenfalls mein Licht und meine Güte überreichen. Und so spüre nun, wie dich diese Energie berührt, wie sie zu dir fließt, deine Zellen berührt, dich ausdehnt, deine Seele berührt und sich jetzt deine eigene Herzensliebe ausdehnt und du diese Verschmelzung spürst, die Verschmelzung von der Liebe mit der Liebe. Dein Herz wird ganz weit, dein Herz wird ganz groß und du fühlst dich vollkommen zentriert und in deiner Mitte. Deine Engel, die dich begleiten, sind bei dir, die Sternenwesen, die du kennst, sind auch bei dir. Du bist umgeben von lichtvollen Wesen, die dich lieben. Und du bist voller Freude und Dankbarkeit für all das, was jetzt geschehen darf. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, damit du in dieser Energie schweben kannst, damit du vielleicht Bilder erhältst von den Dingen, die für dich das Wichtigste sind. Und so empfange die Bilder und Visionen, die Farben und Gefühle deiner Seele. Und vielleicht fühlst du, wie du beginnst, voller Licht zu erstrahlen. Das Licht der Harmonie, das Licht der Stärke. Das Licht deiner Seelenweisheit. Es wurde entflammt und wird dich begleiten. Es wird dich immer wieder in deine Kraft, in deine Mitte bringen. Spüre, wie leicht es jetzt dir ist und wie du voller Freude bist auf die nächsten Schritte in deinem Leben, wie du voller Zuversicht bist, denn du weißt, du bist nicht allein. Und so danke allen lichten Wesen, die heute bei dir sind. Und gehe mit deinem Fokus zurück in dein Hier und Jetzt, in deinen Raum und spüre dort noch einmal nach, wie es sich anfühlt, vollkommen zentriert zu sein, beschützt und geliebt zu sein. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und schließe jetzt die Meditation. Du kommst wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Smarana.
Also ich fühle mich richtig kraftvoll und stark. Ich hoffe, dass ihr das auch fühlt. Und ich fühle mich voller Zuversicht, denn ich weiß, es dient alles einem höheren Zweck. Und wir gehen durch diese Zeit hindurch, damit sie besser wird. Das ist genau das. Und wir lassen unser Licht strahlen. Ich bitte euch, schreibt mir unter das Video, wie es euch gegangen ist bei der Meditation. Teilt dieses Video, damit noch mehr Menschen diese Energie empfangen können, und abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, um immer weitere so schöne Meditationen und Botschaften zu bekommen. Habt eine gute Zeit, ich umarme euch voller Liebe. Bis zum nächsten Mal.